Hallo Leute, zu einer neuen Folge von den Nooo-Crafters. Heute werde ich euch zeigen, wie man macht, dass die Tiere Kinder kriegen. Eigentlich habe ich das Video nicht gemacht, damit ihr wisst, wie man das mit den Tieren macht, weil ich glaube, das wisst ihr, aber hier könnt ihr in die Kommentare schreiben, was. Also, gut, jetzt beginnt's. Zuerst mal bei den Hühnern. Dann wird sie mit Weizen füttern müssen, damit sie hier ein kleines Huhn. Bei den Kühen mit Weizen. Hier. Bei den Schweinen. Mit Karotten. Bei den Schafen. Schafen die den Weizen. Aber die Bewegung, die alle Tiere machen. Und bei den Pilzkühen auch Weizen. Hier wieder ein Kühn. Und bei den Hasen sind wieder Karotten. Wo ist noch ein Hase? Hier noch einmal. Und bei den Hunden ist, die muss man mal zählen. Jetzt sind es Hunde. Und da kann man jedes Fleisch geben. Hier ein kleiner Hund. Und die Ozelotte müssen auch mal ziehen. Mit Fisch. Ziehen. Komm. Jetzt füttern. Füttern. Ah, die stehen und stehen. Jetzt kriegt ihr noch mal Fisch. Füttern und füttern. Und hier ist jetzt ein kleines Katzenbaby da. Und jetzt? Oh. Oh. Schauen wir mal, ob die Katzen folgen. Komm, alle. Ja, das tun sie alle. Aber die Hunde sind besser, weil hier in dieser Version zum Beispiel die Mastercraft hat, weil die Katzen können noch nichts machen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Creeper hinstelle, die Katzen machen nichts. Aber wenn ich jetzt einen Zombie oder ein Skelett, die Hunde rennen gleich hinterher. Jedenfalls mit Skeletten. Natürlich gehen sie jetzt lieber zu mir,
Aber sie jagen die Skelette. Während die Katzen chillen. Ja, ich habe jetzt alles gesagt. Also in dieser Folge könnt ihr was in die Kommentare schreiben. Und tschüss.